Vielen Dank für die Einladung nach Eutin. Es ist, glaube ich, schon 35 Jahre her, dass ich zuletzt hier war und es sehe, wie sich das lohnt. Es ist ein sehr schöner Raum, dieser Rittersaal, aber auch ein sehr schattiger Raum oder kühler Raum. Ich hoffe, dass Sie das alle gesundheitlich gut überstehen, nicht nur den Vortrag, sondern vor allem die Temperaturen. Und umso mehr honoriere ich Sie, dass ich hier vor Ihnen am Freitagabend sprechen kann. Damit auch genug der Vorrede. Ich möchte mit einem bekannten Gedicht Bertolt Brechts beginnen, was, glaube ich, ganz gut in das Thema der Tagung der Fürstendiener einführt, das wahrscheinlich den meisten von Ihnen bekannt ist, aber ich möchte es noch mal kurz in Erinnerung rufen. Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon, wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute? Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die Maurer? Das große Rom ist voll von Triumphbögen. Über wen triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis brüllten doch in der Nacht, wo das Meer es verschlang, die Ersaufenden nach ihren Sklaven. Der junge Alexander eroberte Indien. Er allein? Cäsar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte untergegangen war. Weinte sonst niemand? Friedrich der Zweite siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer siegte außer ihm? Jede Seite ein Sieg. Wer kochte den Siegesschmaus? Alle 10 Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Spesen? So viele Berichte, so viele Fragen. Damit sind wir eigentlich bereits gut eingestimmt in die Frage der Diener der Fürsten, nämlich, dass ein Hof eben nicht nur aus Fürsten und Fürstinnen, wie sie uns hier von der Wand anlächeln, bestand, sondern aus einer ganzen Vielzahl von Hofpersonal und Bediensteten, ohne die das Funktionieren der höfischen Gesellschaft kaum möglich war. Und unter diesen vielfältigen Dienern der Fürsten gab es eine bestimmte Gruppe, die wir modern gern als Experten bezeichnen. Der soziale Rollentypus des Experten ist in unserer modernen Gesellschaft so allgegenwärtig, dass manche gar die Herrschaft einer Expertokratie wittern. Aus den modernen Wahrheitskriegen, etwa angesichts von Pandemie, Klimakrise oder militärischen Konflikten, ist der kundige Rat von Medizinern, Juristen, Politologen oder auch Historikern kaum wegzudenken. Wer von Ihnen hätte vor 3 Jahren geahnt, wie viele Pandemie-Experten und Virologen Sie inzwischen kennen? Sogar mit Namen, Titel und Berufsort. Ich kannte nicht so viele vor 3 Jahren. Die Angewiesenheit auf Expertise zur Bewältigung von Projekten und Problemen ist jedoch nicht etwa ein postmodernes, sondern ebenso ein vormodernes Phänomen. Begriffsgeschichtliche Spuren verweisen etwa auf die Periti, lateinisch die Erfahrenen. Doch erst in der späten frühen Neuzeit verdichten sich die Begriffe in den verschiedenen Volkssprachen zu den Experts, den Experten oder Experten. Jenseits ihres auf den Begriff Kommens agierten jedoch schon im hohen Mittelalter Wissensträger in der Rolle von Experten. Als Experten verstehe ich im Anschluss an die Arbeiten eines Göttinger DFG-Graduiertenkollegs über Expertenkulturen einen sozialen Rollentypus, der sich durch die Verheißung passgenauen Wissens in einer bestimmten Kommunikationssituation auszeichnet. Eine Situation, die davon geprägt ist, dass gezielt Träger spezifischen Sonderwissens bzw. spezifischer Fertigkeiten zur Problembewältigung mobilisiert werden. Dieses Sonderwissen tendiert dazu, im Rahmen von sozialen Institutionen weitergegeben und institutionell verstetigt zu werden. Also niemand wird ganz ad hoc zum Experten berufen. Ja, auch ein Virologe hat eine universitäre Ausbildung, ein bestimmtes Amt inne und man fragt nicht irgendjemanden auf der Straße zu solchen gewichtigen Problemen, ob er die Lösung bereit hat, sondern es sind Leute, von denen man gewissermaßen erwarten kann, dass sie zu der Lösung etwas beitragen. Als Proto-Experten hat man Juristen und Mediziner ausgemacht, doch ist die Expertise nicht inhaltlich auf einzelne Wissensfelder beschränkt. Gerade die höfische Gesellschaft ist ein anschauliches Beispiel für die Vielfältigkeit der Aufgaben, die besondere Expertise erfordern. Am vormodernen Hof verbanden sich Macht und Wissen auf vielfältige Weise zu einem ganzen höfischen Wissensraum. Ganz gleich, ob Sammlungen, Gärten, Alchemie,
Bibliotheken, Theater, Militär oder das Zeremoniell im Fokus eines Hofes standen, immer war man auf Träger von Sonderwissen angewiesen, die in der Rolle von Experten agierten und denen damit auch Macht und Einfluss zuwuchs. Wenn wir hier der Frage nach den Experten im Kontext der Fürstendiener diskutieren, ist auch die Figur des Dieners einer Explikation bedürftig. Markus Krajewski hat in seiner Mediengeschichte des Dieners zwischen König und Klient, dessen Rolle unter anderem vom Sklaven, vom Knecht, vom Lehrling und Gesellen oder vom Gehilfen und Assistenten abgegrenzt, um dann positiv zu definieren, ebenso bündig wie allgemein, ein Diener ist, wer einen Herrn hat. Damit ist ein relationales Machtverhältnis bezeichnet, das strukturell analog auch den höfischen Experten bestimmte. Mit einer Formulierung des Soziologen Pierre Bourdieu könnte man die Fürsten als die herrschenden Herrschenden und ihre Experten als die beherrschten Herrschenden bezeichnen. Der Experte als Fürstendiener ist folglich keineswegs machtlos. Ohne Diener hat der Herr niemanden, dem er befehlen kann, und ohne Experten niemanden, der das nötige Sonderwissen für eine Aufgabe bereitstellt. Im Folgenden werden zunächst die Anforderungen an den höfischen Experten vorgestellt, um dann exemplarisch Chancen und Risiken dieser besonderen Art der Dienerschaft zu diskutieren, um drittens Kritik und Krise der Experten zu beleuchten. Und auch das ist uns ja aus der Gegenwart hinlänglich bekannt, dass sich nicht nur die Experten untereinander bekritteln, sondern natürlich auch die Öffentlichkeit, die Politik und die Wirtschaft und alle anderen Vertreter sozusagen auch immer ihre eigene Meinung haben über die Qualität und den Sinn von Experten und Expertise. Und das hat eine lange, lange, lange Tradition. Mein erster Punkt heißt jenseits der Musenhöfe höfische Expertenkultur. Ich beginne mit einem zeitgenössischen Zitat. Ein Fürst oder Regent kann nicht regieren, sonder Hülf, sondern Rat und Tat anderer getreuen Freunde und Diener. Er muss etzliche haben, die ihm mit dem Zungen und Verstand, andere, die mit Händen und Werken beistehen. Das sind Räte oder Ratsherren oder Beamte oder Bediente. Weil die Fürsten in dem Regiment des gemeinen Standes sehr viel sehen, zu hören, zu sprechen und zu verrichten haben, müssen sie oft mehr als 100 Augen, Ohren, Zungen, Fuß und Hände haben, wann sie alles allein sollten verrichten. Aber die Räte und Beamte sind ihre Augen, Ohren, Zungen und Hände. So formulierte der gebürtige Kölner Wilhelm Adolf von Feist 1660 in seinem Handbuch der Fürsten und fürstlichen Beamten. In der Rolle der Experten agierenden Beamten und Bedienten, dienen gleichsam als körperliche Verlängerung des Fürsten, werden zur Bedingung der Möglichkeit guten Regierens. Wichtigste Eigenschaften dieser Organe sind Treue und Erfahrenheit, womit direkt der Wortstamm des Experten Peritus von Erfahren aufgerufen ist. Ferner sollten sie ein angemessenes Alter haben, nicht zu jung. Es sollten Eingeborene, keine Fremden sein. Und sie sollten, Zitat, nicht zu sehr spitzfindig und viel zu weiß sein. Also nicht auf die Hautfarbe, sondern auf die Weisheit bezogen. Letzteres mag überraschen, doch Feist möchte damit überhöhte Risikobereitschaft und intellektuelle Überheblichkeit ausschalten. So ist sie für eine gewisse Bodenständigkeit wichtig, dass sie nicht nur studiert haben, sondern auch über die Erfahrung verfügen, Zitat, mit Menschen von allerhand Kondition zu sprechen. Soziale Kompetenz, würden wir vielleicht heute sagen. Der Autor, über den heute kaum etwas mehr bekannt ist, als dass er aus Köln kam, reiht sich damit in eine klassische Argumentationstradition von Fürstenspiegeln ein. Sich beraten zu lassen und damit Expertise einzuholen, war demnach keine Schwäche des Fürsten, sondern eine Tugend. Der fürstliche Berater, meist ein Jurist, war die klassische Expertenrolle für den Hof als politischem Machtapparat. Er war jedoch bei weitem nicht die einzige Quelle für Expertise. Gerade die Wissensgeschichte ist seit langem für die Arbeit der unsichtbaren Techniker und der subalternen Diener sensibilisiert, die in vielen klassischen Narrativen keine Berücksichtigung fanden. Und das war ja eben schon Bertolt Brecht aufgefallen. Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, nun alle Hofbedienten fortan in der Rolle von Experten agieren zu lassen,
auch wenn die soziale Reichweite für Expertise je nach dem Kontext ihrer Nachfrage enorm variieren konnte. Ein kleines Beispiel dazu, ich habe mal einen Artikel geschrieben über europäische Kanoniere im frühneuzeitlichen Indien. Und da gab es dann einen französischen Pastetenbäcker, der für den Großmogul zu einem Kanonier wurde, weil es einfach niemanden gab, der Kanonen bedienen konnte. Und irgendwie, weil der Mann aus Frankreich kam und man die militärische sozusagen Potenz Frankreichs schätzte, wurde dann dieser französische Pastetenbäcker zum Hofkanonier befördert. Eine Aufgabe, die er dann mehr oder weniger gut meisterte. Das meine ich mit einer gewissen sozialen Reichweite. Das ist wahrscheinlich nicht die wahrscheinlichste Karriere gewesen, sozusagen von der Pastete zur Kanone. Angesichts der knappen Ressource Sonderwissen konnten auch Akteure von niederem ständischen Rang entsprechende Rollen ausfüllen. So wurden von Annette Krämer 5 Gruppeneinteilungen vorgeschlagen, um die Trägerinnen von Wissen zu differenzieren. Etwa ungelernte Personen wie Erntehelfer und Waschmägde aus lokalem Umfeld, selbstgezogenes Personal von Hofbediensteten, regionale Spezialisten wie etwa Ärzte oder Juristen und translokale Experten wie Künstler und externe Experten mit kleinteiliger Spezialisierung für bestimmte Waren oder Krankheiten. Diese Akteure lassen sich wiederum bestimmten Kompetenzfeldern zuordnen, etwa der höfischen Grundversorgung, der höfischen Personalführung, der Staatsführung oder der kulturellen Hofhaltung. Wenn man die Expertenkultur bei Hof historisieren, gilt es jedoch die soziale Wertigkeit von Expertise innerhalb der höfischen Hierarchien, wie sie etwa in Hofrangordnungen zum Ausdruck kam, als konstitutiv anzuerkennen. Nicht alles, was uns heute etwas wert ist, war auch in der höfischen Gesellschaft etwas wert. Alles, was in der höfischen Gesellschaft Wert hatte, hat nicht unbedingt heute einen Wert. Nicht jedes für die Funktionstüchtigkeit des Hofes notwendige Können oder Sonderwissen erfuhr in einer ständisch organisierten Gesellschaft die gleiche Wertschätzung und ebenso wenig erhielt es eine Wertigkeit, die mit unseren modernen Wertmaßstäben korrespondieren muss. Expertise ist eine soziale Zuschreibung, keine überzeitliche Kompetenz und damit nur in ihrem historischen Kontext angemessen, verstehbar. Nicht jeder Professor und auch nicht jeder Offizier war automatisch ein Experte, ist es auch heute nicht, ich kann Sie beruhigen. Er verfügte aber im Vergleich zum Viehknecht oder die Waschmagd über ungleich erhöhte Chancen, als solcher angerufen zu werden. Und da unterscheide ich mich von der gerade zitierten Position von Frau Krämer. Ich würde die Mägde und Viehknechte als essentiell für das Funktionieren des Gesamtgebildes sehen, aber ich würde sie nicht in der Rolle von Experten sehen. Der Charakter des Hofes als politischem Entscheidungszentrum und des Fürsten als obersten Kriegsherrn hatte auch Auswirkungen auf die höfische Förderpolitik naturwissenschaftlich-technischer Forschung. Gefördert wurde alles Wissen, das militärisch Nutzen versprach. Und so hat etwa der Historiker Gerrit Walter die provokante These aufgestellt, dass die einzige große Alternative zur frühneuzeitlichen Universität als Forschungsfeld der Krieg gewesen sei. Und das hat er schon vor vielen Jahren getan und nicht etwa unter aktuellem Eindruck. Der Experte ist als soziale Rolle von verschiedenen Akteuren einnehmbar und unterscheidet sich von und überschneidet sich mit anderen Wissensakteuren wie etwa den Hofgelehrten, den Hofkünstlern, den Inhabern von Hofämtern, Räten oder Universitätsprofessoren und Akademiemitgliedern. Die Herstellung von Expertenrollen durch ihre Anrufung, also zum Beispiel das Konsultieren eines Arztes im Krankheitsfall, das Bestellen eines juristischen Gutachtens, der Auftrag zum Bau eines Schlosses oder zum Goldmachen, schließt jedoch keineswegs die Institutionalisierung von Expertenkulturen aus, ja, ist vielmehr auf diese angewiesen. Im Falle des Hofes zum Beispiel konnte dies in Form von eigenen Ämtern wie dem Hofastronomen, Hofhistiographen, Leibarzt oder Hofbaumeister erfolgen, die sich nicht nur in ökonomischem, sondern auch in ihrem symbolischen Kapital auszahlen. Die sich damit formierende Hofwissenschaft, darauf hat jüngst etwa Martin Mull so hingewiesen, leidet wissenschaftshistorisch unter einem latenten Legitimationsdefizit. Der Hof war anders als eine Universität oder Akademie kein primär der Wissenschaft gewidmeter Ort, anders als heute Abend, seine Akteure allenfalls Teilzeitwissenschaftler, ihre Arbeit eher Nebenwerk. Doch stimmt das Bild? Ein Blick auf Zeitökonomie und Forschungsinfrastrukturen relativiert das Bild. Die Balance von Forschung, Lehre und Verwaltung an einer Universität war noch ungleicher, als sie es heute ist.
sodass manchen Hofgelehrten genauso viel oder mehr Zeit für Entdeckungen blieb als den Kollegen an der Universität, zu denen er auch noch die nötigen materiellen Hilfsmittel, wie etwa Instrumente, Labore, Sammlungen oder Archive und Bibliotheken vorfand, die für den Akademiker noch lange kostspielige Privatsache blieben. So eine wunderschöne Bibliothek, wie wir sie hier auf der anderen Seite des Hofes finden, mussten sich Professoren in der frühen Neuzeit meistens privat beschaffen, da Universitätsbibliotheken nur über sehr, sehr wenige Bücher verfügten. Im Gegensatz zu heute, wo es Hunderttausende oder Millionen sind, waren es nur einige wenige. Meistens war das Ganze eine Art Verbundsystem aus den Einzelwohnungen der Professoren, die zusammen einen beträchtlichen Bücherschatz besaßen, aber eben nicht in einer kollektiv geteilten Bibliothek, wie das bei einem Hof der Fall war, wo eine Hofbibliothek eine immense Menge an Büchern versammeln konnte. Oder wo auch eine höfische Bibliothek, die ich heute gelernt habe, dann eben zum Grundstock einer akademischen werden konnte, die Eutiner-Bücher dann irgendwann nach Kiel gewandert sind. Wie ich auch gelernt habe, sind heute nur noch 14 davon, von ehemals 800 überhaupt vorhanden. Mit zunehmender Komplexität der Hofhaltung differenzierten sich nicht nur die Expertenrollen immer mehr aus, sondern auch die Höfe selbst gewannen an individuellem Profil. Um die komplexe Vielfalt der höfischen Gesellschaft der frühen Neuzeit analytisch zu bändigen, hat Volker Bauer 5 Idealtypen von Höfen konstruiert, die zunächst auf ihren Mehrwert bei der Bestimmung ihrer Expertenkultur geprüft werden sollen. Sind dies der zeremonielle Hof, der Kaiserhof, der hausväterliche Hof, der gesellige Hof und der Musenhof? Er unterscheidet zunächst den zeremoniellen Hof, den Kaiserhof und die weiteren Typen. Der zeremonielle Hof, dessen Lebenswelt der von Norbert Elias meisterhaft beschriebenen höfischen Gesellschaft recht nahe kommt, ist von einem erhöhten Bedarf an Selbstorganisation geprägt. Die Interaktionsroutinen des Zeremoniells waren ja höchst störungsanfällig und bedurften exakter Choreografie, wozu eigenes Personal nicht nur in Form von Zeremonienmeistern erforderlich war, sondern auch von Experten der Festkultur und der Verwaltung. Dass das in der Moderne nicht ganz verschwunden ist, hat zum Beispiel das sogenannte Sofa-Gate gezeigt. Sie erinnern sich, als Frau von der Leyen bei Herrn Erdogan zu Gast war und dann in der Sitzordnung etwas unschicklich deplatziert war. Das hätte so, war heute schon auch keine nette Geste und hat für entsprechende Verwirrung gesorgt. In der höfischen Gesellschaft der frühen Neuzeit wäre das fast ein Kriegsgrund gewesen. Ja, also eine solche Ehrenmissachtung in der Sitzordnung. Man brauchte dafür also kundige Experten, die möglichst durch geschicktes Choreografieren entsprechende Peinlichkeiten von vornherein minimieren. Als eigenen Hoftyp grenzt Bauer den Kaiserhof in Wien davon ab, der durch seine schiere Größe, personell wie finanziell, die religiöse und zeremonielle Strenge sowie die Exklusivität des Hofadels eine eigene Qualität gewann. Aus organisationssoziologischer Warte ist der Anstieg der Hofämter analysiert worden, bei dem die Frage der formellen Mitgliedschaft am Hof zum entscheidenden Machtfaktor wurde. Nicht jedes Hofamt ist mit einem Experten gleichzusetzen, doch bietet der Wiener Hof ein aufschlussreiches Labor höfischer Expertise sui generis. Krass entgegengesetzt ist dem zeremoniellen Hof und besonders dem Kaiserhof dann der hausväterliche Hof. Hierzu zählten meist kleinere protestantische Höfe, die quasi die materielle Not zur Tugend machten. Ja, also wenn der eine Hoftyp auf Ostentation aus ist, was wir sozusagen hier an der Wand geboten bekommen, ja, Prachtentfaltung, ist der hausväterliche Hof eher mit einem Gut oder einem Gutshof zu vergleichen, der auf Sparsamkeit bedacht ist. Der Fürst in der Rolle des klugen Hausvaters ist vor allem jemand, der klug mit knappen wirtschaftlichen Ressourcen umgehen kann. Als prominente Ausnahme dieses Typus kann etwa der Hof Friedrich Wilhelms von Preußen, des Ersten von Preußen gelten, auf dessen Wissenskultur später noch eingegangen werden soll. Charakteristischer dürfte eine besondere Nachfrage an ökonomischer und religiöser Expertise gewesen sein, die auch der Fürst als Hausvater nicht allein produzieren konnte. Der gesellige Hof scheint fast eine paradoxe Vertauschung darzustellen. Der dritte Typus assoziiert man doch gerade für das 18. Jahrhundert die Geselligkeit eher mit der Kultur des aufstrebenden Bürgertums. Doch waren sich auch schon die Zeitgenossen einig, dass hier dem Hof noch weitaus mehr Ressourcen an Zeit und Geld für Geselligkeit zur Verfügung standen. Und solche Geselligkeit hat sich dann unter anderem in diesem Raum abgespielt. Statt der Hof seines Vaters noch eher für den hausväterlichen Hof, so wird der Potsdamer Hof Friedrichs II. Von Preußen als Beispiel
eines geselligen Hofes gehandelt. Eine gesellige Tafelrunde benötigte Gelehrte, wie etwa Voltaire, die hier nur scheinbar sozial auf Augenhöhe agierten. In der Beziehung Friedrichs zu Voltaire haben es mit einer wechselseitigen Anrufungssituation zu tun. Friedrich als Roi-Philosoph, als Philosophenkönig, suchte die Anerkennung des Königs der Philosophen und verdankt seinen Beinamen der Große, ja offenbar erst einer geschickten Insinuation Voltaires. Also Voltaire und er schreibt sich auch Briefe und in so einem Brief schreibt Voltaire, ah, es wäre doch eine ganz tolle Sache, wenn man euch den Beinamen der Große verleihen würde, wo er schon so viel geleistet hat. Und Friedrich II. Recht unbescheiden sagt, ach, wer würde denn sowas machen, das wäre ja ganz wunderbar, da könnte ich mich mit anfreunden und so weiter. Und dann wird er, ja natürlich, seid ihr der Größte und so weiter, seid Alexander. Und dann bürgert sich gewissermaßen der Friedrich II. Zum Friedrich dem Großen oder auch dem alten Fritz, dann seine Schwester, sehen Sie hier an der Wand, ein, ganz geschickt eingefädelt von einem Dichter und Philosophen, Fürsten wie Voltaire, der damit natürlich auf die feste Anerkennung des nun groß gewordenen Königs rechnen konnte. Der französische Aufklärer seinerseits fand daheim in Versailles nie die gebührende Anerkennung bei Hof und war auf die Anerkennung des damit gewonnenen symbolischen Kapitals des Preußenkönigs dringend angewiesen. Das ist auch so ein Element, was Sie bei den heutigen Fernsehexperten gerne beobachten können, wenn dann der eine Virologe besonders prominent erscheint, dann gibt es auch schnell andere Virologen, die auch in die Kamera winken und sagen, ich weiß aber auch was, vielleicht ganz viel mehr als der andere und so weiter und so fort und dann entsprechend um die Anerkennung buhlen. Besonders evident wird die Angewiesenheit auf Experten am Typus des fünften und letzten Typus, nämlich des Musenhofes, für den unter anderem Wolfenbüttel oder Weimar unter Herzogin Anna Amalia steht. Als Kriterien eines Musenhofes werden zum einen der besonders prominente Platz, der den Künsten im Rahmen der gesamten Hofkultur eingeräumt würde, zum anderen der persönliche Kunstsinn und die Anteilnahme des Fürsten genannt, der nicht nur Auftraggeber sein soll, sondern mindestens auch kompetenter Kenner. Und Sie wissen, dass auch das über die Kennerschaft häufig hinausging, bleiben wir bei Friedrich II., der dann eben selbst zur Flöte griff, selbst als Dichter und Schriftsteller, Militärtheoretiker in Erscheinung getreten ist, mit wahrscheinlich unterschiedlichen Kompetenzausprägungen im jeweiligen Feld. Also wie groß das Vergnügen des Lauschens seiner Flöte sozusagen war, kann man heute nicht mehr genau ermessen. Der bis heute durch seine Bibliothek berühmte Hof in Wolfenbüttel etwa, konnte zwei der bedeutendsten Gelehrten des 18. Jahrhunderts immerhin unter seine Bibliothekare zählen. Von 1691 bis 1760 übernahm Gottfried Wilhelm Leibniz nebenamtlich diese Aufgabe und von 1770 bis 1781 Gotthold Ephraim Lessing. Doch gerade für Weimar hat auch die Forschung inzwischen das Bild des Musenhofes dekonstruiert. Vor einigen Jahren war hier auch eine von Oliver Auge und von Scharrenberg organisierte Tagung dem Weimar des Nordens, nämlich Eutin, gewidmet, wo man dieses Bild auch mit deutlichen Fragezeichen versehen hat, wie ich dem Band entnehmen konnte. Auch in der Sattelzeit, also zwischen 1750 und 1850, hat der Weimarer Hof nicht nur auf traditionelle zeremonielle Repräsentation nicht verzichtet. Von einer kompensatorischen Kulturförderung kann überhaupt keine Rede sein. Der Musenhof erweist sich weder als zeitgenössische Selbstbeschreibung noch als tragfähige moderne Analysekategorie, sondern vielmehr als folgenreiche Projektion des 19. Jahrhunderts. Nationalen Pathos des 19. Jahrhunderts erschrieb man sich gewissermaßen die Existenz eines Musenhofes, der es aus heutiger sozialhistorischer Perspektive in dieser Form nicht gegeben hat und an dem eben gerade nicht diese Kompensation von wirklicher politischer Macht durch kulturelle Macht zu beobachten ist, sondern genauso auf die klassischen Ressourcen von politischer Macht Wert gelegt wurde. Die Idealtypologie kommt somit nicht nur im Fall Eutins oder Weimars klar an ihre Grenzen. So kommen unter anderem lokale Historiker wie aus der Gegend, Gustav Peters, Klaus Langenfeld oder Frank Baudach unter uns Wald, zu dem Schluss, dass Eutin definitiv kein Musenhof war. So habe es unter Friedrich August kein kulturelles Mäzenatentum gegeben und auch Peter Friedrich Ludwig sei weit davon entfernt gewesen, Zitat, sich in Eutin oder anderswo einen Musenhof zu halten. Stattdessen werden Sparsamkeit und arbeitsame Pflichterfüllung als Eigenschaften des Fürsten herausgestellt. So
So dürfte der Ende des 19. Jahrhunderts lokalhistorisch geprägte Begriff Weimarer des Nordens wohl ohnehin etwas hochgegriffen sein. Dennoch weist der Eutinerhof des 18. Jahrhunderts zumindest Anklänge des Musenhofs ebenso wie solche des hausväterlichen Hofes auf. Wie man also Sparsamkeit und Kunstförderung in Einklang bringt, ist dann hier eben eine lokale Frage. Allerdings auch nur so lange, wie man an der Kategorie dieses Musenhofs überhaupt festhält, wozu wissens- wie sozialhistorisch meines Erachtens kaum Anlass besteht, steht er doch mehr und mehr als eine Art Phantom da. Zudem ist deutlich geworden, dass jeder Hof auf Experten angewiesen war und seien es nun Finanzexperten der Sparsamkeit. Mäzenatentum in Kunst und Literatur wurde indes an vielen Höfen zur Grundstruktur höfischen Prestiges, ob dieses nun rein kompensatorischen Funktionen folgen mochte oder auch nicht. Einen regelrechten Expertenhof pflegte indes Rudolf II. In Prag. Er beschäftigte Gelehrte wie Tycho Brahe und Johannes Kepler und zeigte großes Interesse an Alchemie und Astrologie, ebenso wie an Malerei und Steinschneidekunst oder Dichtung. Wie viele musisch interessierte Fürsten legte er auch selbst Hand an und betätigte sich als Kunstdrechsler und Goldschmied. Was der Forschung lange als Ausdruck der Schwäche und einer Art höfischen Eskapismus galt, wird heute wissensgeschichtlich als politischer Ausdruck eines Strebens nach universalem Wissen und einer idealen Gesellschaftsordnung gewertet. Eine ähnliche Neubewertung hat Martin Molso für den Gotha-Hof unter Herzog Friedrich I. von Sachsen-Gotha-Altenburg vorgenommen. Ein Fürst, der der älteren Forschung als Repräsentant von Prunksucht und Verschwendung galt, der jedoch eine markante Unternehmens- und Geschäftsorientierung aufwies. Was aus moderner Sicht zunächst wie das Ausleben persönlicher Vorlieben und Spleens erscheinen mag, fügt sich bei näherer Betrachtung zu einem System höfischer Wissenskultur. Der Fürst engagierte sich im Soldatenhandel und benötigte dazu militärische wie diplomatische Expertise. Um seine Holz- und Mineralienressourcen im Thüringer Wald abzuschöpfen, brauchte es akkurate Landesaufnahmen und mineralogische Kenntnisse, die wiederum seinem Interessen in der Alchemie zuarbeiteten. Zu dieser bedurfte es ganz praktischer Fertigkeiten, etwa der Herstellung von Glasgefäßen, ebenso wie der Beschaffung seltener Manuskripte, zum Beispiel aus der Kaiserlichen Hofbibliothek in Wien. Auch Historiker und Juristen beschäftigte der Herzog, um sich über die Geschichte des eigenen wie seiner Nachbarterritorien strategisch ins Bild zu setzen, was manchen Historiografen in ernsthafte Schwierigkeiten brachte, wenn er etwa versuchte, Zugang zu den Archiven der verfeindeten Verwandtschaft des Fürsten zu erlangen. Denn die waren gegenüber Historikern sozusagen eines Konkurrenten keineswegs auskunftsbereit. Auch in der frühen Neuzeit ein beliebter Sport unter Historikern Aktenklau, ja, also sich der Archivalien einfach zu bemächtigen und sie mit nach Hause zu nehmen. In Göttingen haben wir heute eine ganze Sammlung im diplomatischen Apparat von Akten vom Papsthof bis zu verschiedenen Fürstenhofen, wo man nicht so genau weiß, wie die eigentlich in unsere Seminarbibliothek gekommen sind. Auch wenn es in den Machtinteressen der Fürsten alle Wissensstränge zusammenzuhalten galt, bedeutet das noch nicht, dass die Wissensträger ihr Wissen untereinander teilen mussten. Die Alchemie sollte den Hoftheologen eher verborgen bleiben und diplomatische Information gehörte ohnehin zu den Arcana Imperii, zu den Staatsgeheimnissen. Die höfische Wissensökonomie bot demnach eine Arena mit erheblichen Chancen, aber auch mit erheblichen Risiken. Damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Chancen und Risiken höfischer Patronage. Der Experte befand sich in einer asymmetrischen Machtposition. Unsere Tagung ist ja den Dienenden gewidmet. Und er war von der Gunst seines Fürsten abhängig. Der dynastisch bedingte Wechsel des Arbeitgebers, des Fürsten, konnte für den Experten einen abrupten Wandel der Förderinteressen und Nachfragesituationen bedeuten. So etwa hier für Adam Olearius nach dem Tod von Herzog Friedrich III. Da ich das Bild, was ich ganz am Anfang als Einstimmung gezeigt habe, nicht ganz unkommentiert lassen möchte, habe ich es hier nochmal gezeigt. Es passt eigentlich auch sehr schön in das höfische Ambiente. Hier sehen wir den Finanzminister Jean-Baptiste Colbert von Ludwig XIV., der 1667 die Mitglieder der Académie Royale des Sciences, also der Königlichen Wissenschaftsakademie, dem König Ludwig XIV. Vorstellt.
Das um 1680 entstandene Gemälde von Henri Testelin ist jedoch kein Gruppenporträt des Königs mit seinen Experten, dafür könnte man es ja halten, sondern Teil einer Serie von Ereignisbildern, die große Taten Ludwig des 14. repräsentieren sollten. Verträge, Schlachten, Gewinne oder eben die Gründung einer Akademie. Allein die Tat des Souveräns zählt hier. Die versammelten Gelehrten sind im Grunde ebenso Staffage wie Globen, Bücher oder Landkarten. Ja, ist eigentlich ganz egal, wer die Herren mit den schönen Perücken jenseits des Mannes mit dem Hut auf sind. Der hat nämlich hier den Hut auf, der Souverän, und das ist das, was zählt. Anderen Herren bilden kein gelehrtes Gruppenporträt, sondern sind gewissermaßen einfach nur Instrumente des Herrschers. Der Fürst stand wortwörtlich im Zentrum, doch musste das keine reine Top-Down-Geschichte von Auftrag und Auftragnehmer sein, denn die Wissensakteure waren ebenso in der Lage, den Fürsten oder Hofbeamten von ihren Interessen zu überzeugen, finanziert und toleriert zu werden. Sie sehen, das ist voll von Analogien zu unseren modernen Verhältnissen. Expertise bot mithin Chancen und Risiken zugleich. Sozialem Aufstieg und Projektförderung standen der Fall des Günstlings und diverse Formen der Ausbeutung als Kehrseiten gegenüber. Die Tatsache, dass Experten erst durch Anrufungen zum Experten werden und letztlich immer einer situativen Logik folgen, bedeutet nicht, dass sie ihre Expertise nicht aktiv anbieten und sich als Experten inszenieren konnten. Eine weitere Analogie zur Gegenwart. Als symbolische Geltungsgeneratoren fungieren beispielsweise Titel und Kleidung, Fachsprachen oder die Verfügung über bestimmte Instrumente. Besonders deutlich sehen Sie das bis heute im Doktortitel. Ja, der Doktortitel als akademische Qualifikation, aber auch, wenn Sie sagen, wenn Sie ein WWchen haben, sagen, ich gehe zum Doktor. Ich könnte auch sagen, ich gehe zum Arzt, aber viele sagen, ich habe den Doktor gerufen. Manche Doktoren haben aber gar keinen Doktortitel, ja, sondern also einfach praktizierende Ärzte. Aber der Doktor ist gewissermaßen zum Synonym des akademisch gebildeten Mediziners geworden. Jedenfalls, ob er den Titel jetzt hat oder nicht, hat er sich gewissermaßen verselbstständigt. Und der Doktor sozusagen geriert eine gewisse Anerkennung, gelehrt unter symbolischem Kapital heute versteht, und hat einen Vertrauensvorsprung Vorsprung gegenüber anderen Akteuren, die nicht über die Titel und die entsprechenden Instrumente, Kleidung, Sprache verfügen. Und wenn Sie heute in diese Umfrage, die jedes Jahr erscheint, wem vertrauen die Deutschen am meisten schauen, sind unter den ersten 5 Rängen Juristen, Mediziner, Politiker irgendwo ganz unten, ja, aber sozusagen die klassischen Professionen sind relativ weit oben. Besonders ausgeprägt war das Anbieten einer Lösung, selbstständig durch den Experten, im Typus des frühmodernen Projektemachers versymbolisiert, der keineswegs mit einem Experten gleichzusetzen ist, aber oft in dessen Rolle treten konnte. Schon Werner Sombart, der berühmte Ökonom, hat Fürsten und Höfe als primäre Anlaufstellen von Projektemachern ausgemacht. Geradezu idealtypisch verkörpert wird dieser Projektemacher durch Akteure wie Johann Joachim Becher, 1635 bis 1682. Bechers Laufbahn, Becher ist eine absolut faszinierende Gestalt. Ich wünsche mir, dass jemand mal eine neue Biografie über ihn schreibt, weil der Mann ist so vielseitig und bunt, das also könnte man auch direkt verfilmen mit einem Hollywood-Film, es würde wahrscheinlich ein Erfolg werden. Bechers Laufbahn weist Stationen in ganz Europa auf, von denen nur einige genannt sein sollen. Es gibt auch eine Becher-Gesellschaft inzwischen, die sich seinem Andenken widmet und die auch Wissenschaftspreise ausschreibt. Was macht diesen Becher jetzt so vielseitig? Der Autodidakt Becher, Sohn eines Speyerer Pfarrers, reiste zwischen 1648 und 1657 nach Schweden und durch die Niederlande, Italien und Deutschland und trat schon in der Jugend mit ersten Publikationen hervor. Hier sehen wir sein Reiseitinerar, was aufgespannt ist. Da unten ist Speyer, Wien, Prag bis nach Stockholm, Schottland, London, Rostock. Neutin war er offensichtlich nicht, aber immerhin Güstrow und in Hamburg. Ja, also ganz Nordwesteuropa ist das Spektrum der Tätigkeit dieses Herrn Becher. Mit 25 erhielt er 1660 eine Anstellung bei Kurfürst Johann Philipp von Schönborn in Mainz als Hofmathematiker und Leibarzt. In Mainz begann er ein Studium, also er hatte noch nicht studiert, aber schon das Amt,
wurde dort auch 1661 promoviert und lehrte von 1663 bis 64 als Professor an der medizinischen Fakultät. Bezeichnenderweise hielt er seine Antrittsvorlesung über die Wirklichkeit des Steins der Weisen. Nicht nur als Mediziner trat Becher in Erscheinung, sondern auch mit Plänen für Schleusen, den Entwurf einer Polizeiordnung oder als Berater in Wirtschaftsfragen. Nächste Station war der 1664 bis 1670 der Hof des Kurfürsten von Bayern, Ferdinand Maria, was ihn nicht davon abhielt, auch Kontakte nach Wien oder Hanau zu pflegen. So plante er 1669 für den Hanauer Grafen eine Kolonie in Guayana, zeitgenössisch Hanauisch-Indien, die jedoch angesichts des bankrotten Grafen eine Chimäre bleiben sollte. Sonst hätten Sie das schon vorher gehört. Becher wandte sich indes in München dem Ausbau seines alchemistischen Labors zu, wechselte jedoch schon 1670 nach Wien als Mitglied des Kommerzkollegiums als Experte für Wirtschaftsfragen. Bis heute wird Becher vor allem als Wirtschaftstheoretiker des Merkantilismus gewürdigt. Es folgte der Plan einer österreichischen Indien-Handelsgesellschaft, auch nicht so richtig von sich reden machte, doch damit nicht genug, weitere Aufenthalte und Projekte in Würzburg, in Haarlem, Niederlanden und London schlossen sich an. In den Niederlanden verfolgte er den Plan, aus Meeressand Gold zu gewinnen. In England Projekte zu Bergwerken. Becher verstarb 1682 in London, nachdem er noch Patente zur Destillation von Teer aus Steinkohle für ein Abwindinstrument und eine Schiffsmühle erworben hatte. Becher publizierte zeit seines Lebens zahlreiche Schriften, mit denen er sich immer wieder als Experte in Szene setzte. Als erfinderisch, dünkelhaft und unstet charakterisierte ihn ein Biograf im 19. Jahrhundert. Heute wird Becher als Universalgelehrter in vielen Wissensdisziplinen und von einer eigenen Becher-Gesellschaft in Speyer gewürdigt. Häufig fallen dabei Begriffe wie Expertise und Projekte machen. Bechers Laufbahn zeugt nicht nur von einer gewissen intellektuellen Rastlosigkeit, kaum eine Stelle hielt ihn mehr als ein Jahr, sondern auch von der Breite des Aufgabentableaus von Projekten, die die Fürsten der Zeit bei ihm in Auftrag gaben oder annahmen. Ich habe hier mal die Wissensfelder aufgelistet und das ist noch nicht mal vollständig. Ja? Alchemie, Bergwerke, Kanal- und Schleusenbau, Kolonien- und Handelsgesellschaften, Mathematik, Medizin, Sprachpädagogik, Physik, Polizei, Technologie, Universalsprache und Wirtschaftstheorie. Zu allem hat er publiziert und mehr oder weniger erfolgreiche Projekte initialisiert und das generiert dann eben diesen zeitgenössischen Begriff des Projektemachers. Was aus moderner Perspektive unter anderem irritiert, ist die fast grenzenlose thematische Breite seiner Projekte, die noch keine festen disziplinären Grenzen kannte. Becher agierte in höfischen Patronagestrukturen und in marktförmigen Strukturen als Anbieter von Expertise. Er war Experte für Ökonomie und selbst und Subjekt und Objekt einer Expertenökonomie. Becher steht unter anderem auch für ein besonders in höfischen Kreisen beliebtes Wissensfeld, das einen idealen Rahmen für Projekte bot, die Alchemie. Ein Feld, das bereits Elemente des modernen Ideals von High-Risk, High-Gain-Research aufwies, also Forschung, die besonders spektakulär ist, weil sie hohe Risiken, aber auch hohen Ertrag verspricht und dann entsprechend gut sozusagen belohnt wird von den Forschungsgeldgebern. High-Risk, High-Gain, das muss ja alles Englisch sein, damit man das einigermaßen verstehen kann. Also ein solcher Anbieter ist auch Becher, nur dass die Risiken eher Leib und Leben der Forschenden betreffen konnten, sendeten etwa 5 von 10 Hofalchemisten Herzog Friedrichs I. von Württemberg in Stuttgart am Galgen, einem 6. gelang noch die Flucht. Auch die Karriere des Apothekergesellen Johann Friedrich Böttcher, 1682 bis 1719, liefert ein besonders schillerndes Beispiel für Risiken und Nebenwirkungen alchemistischer Fertigkeit. Ein aufsehenerregendes Experiment, in dem er Silber zu Gold verwandelte, brachte Böttcher 1701 in die Schusslinie zwischen den Fürsten von Brandenburg und Sachsen. Er floh von Berlin nach Wittenberg und landete in Dresden, wo man ihn angeblich zu seiner Sicherheit unter Bewachung stellte. Also der sächsische Kurfürst, König von Polen, sicherte ihn vor dem Zugriff des preußischen Kurfürsten, inhaftierte ihn aber zu dieser Sicherheit gleichzeitig und konnte nicht mehr weg. Ein sehr ambivalentes Verständnis von Sicherheit.
In den folgenden Jahren blieb Böttcher ein inhaftierter Experte an wechselnden Orten mit eigenen Laboren und diversen Mitarbeitern. Ein Fluchtversuch blieb erfolglos. Leider gibt es da keine zeitgenössischen visuellen Darstellungen. Ich habe Ihnen hier mal was aus dem 19. Jahrhundert mitgebracht, aus der Albrechtsburg, wo es ein eigenes Böttcher-Zimmer gibt. Und dort sehen wir, wie Böttcher zum Beispiel August die geheimen Mittel zeigt, also dem Fürsten seine Expertise anbietet, oder wie Böttcher in seinem Labor laboriert, vielleicht nicht immer mit so einer riesigen Flamme da in diesem Interieur, aber das sind so die Imaginationen des 19. Jahrhunderts von einem solchen Alchemisten. Ungeahnten Erfolg zeitigte indes das Experimentieren mit lokalen Tonerden, aus denen 1706 erstmals rotes Porzellan gewonnen wurde. Von nun an galt nicht mehr die Jagd nach dem Stein des Weisen als Projektziel, sondern die Herstellung des weißen Goldes, die im Jahr darauf erfolgreich war und deren Ergebnis bis heute als Böttcher Porzellan bekannt ist. Für ihren Erfinder bedeutete es jedoch nicht den Weg in die Freiheit, im Gegenteil, die Bewachung wurde sogar noch erhöht. Erst am 19. April 1714 kam Böttcher wieder frei, von der Aufgabe Gold herzustellen wurde er indes nicht entbunden. Im März 1719 verstarb der von Misswirtschaft in den Alkoholkonsum getriebene Chemiker mit 37 Jahren in Dresden. Noch wenige Monate zuvor hatte er mit August dem Starken einen Vertrag zur Ausarbeitung des Arcanum Universalis geschlossen, also dem universellen Geheimnis aller Geheimnisse. Dazu kam es dann aber nicht mehr. Ein Berufsbild mit ausgeprägter Statusambivalenz war indes auch das des Architekten, allerdings nicht mit der gefährlichen Fallhöhe des Alchemisten. In der Renaissance gerühmt agierte er lange als ausführende Kraft des Bauherrn. Erst im 17. und 18. Jahrhundert fand der Beruf des Architekten höhere soziale Anerkennung. Geradezu idealtypisch zeigt das die Situation hier vor Ort in Eutin. In einem Beitrag von Dert Lafrenz erhalten die Architekten des Eutiner Schlosses erst mit ihrer formalen Institutionalisierung als Hofbaumeister einen Namen. Das schließt gewissermaßen an das Zitat von Bertolt Brecht am Anfang ein. Wer hat denn diese Paläste gebaut? Für das späte Mittelalter geht man davon aus, der Fürst wird sie nicht alleine gebaut haben, aber erst im 17. und 18. Jahrhundert erhalten die Konstrukteure einen Namen. Und auch die haben natürlich nicht die Kelle geschwungen, sondern sozusagen am Reißbrett die Entwürfe gezeigt. Den Anfang macht 1716 unter Fürstbischof Christian August von Holstein-Gottorf der in schwedischen Diensten stehende Offizier und Festungsingenieur Rudolf Matthias Dallin. Ab 1727 folgte ihm Johann Christian Löwen, der bereits ab 1716 als Hofgärtner in Eutin beschäftigt war. Ein weiterer Nachfolger fand das Amt 1770 in Georg Greggenhofer. Damit schließt sich gewissermaßen eine lange Reihe von Hofarchitekten, Hofbaumeistern. Dallin, der vom Capitaine de Mineur zum Hofbaumeister avancierte, steht exemplarisch für einen Amts- wie Rollenwechsel zum höfischen Experten. Er verfügte über das nötige Sonderwissen, um das beschädigte mittelalterliche Schloss in eine barocke Vierflügelanlage zu überführen, die den Repräsentationsansprüchen des Fürstbischofs genügte. Eine Aufgabe, die immerhin rund 11 Jahre beanspruchte. Vergleichen Sie diese Zahl mal mit den einjährigen Engagements von Becher. Ja, also das ist wirklich ein Langzeitprojekt, was auch durchgeführt und durchgehalten wurde. Das Beispiel der Architekten zeigt auch, wie sich der Hof qua Indienstnahme von Experten internationalisierte. So hat Oliver Auge etwa auf einen italienischen Stuckateur, französische Immigranten oder fremde Literaten und Offiziere in Eutin hingewiesen. Als führende Köpfe der Kulturszene Eutins, die Stadt um 1800 jedoch wieder verließen, um neue Anstellungen anzunehmen, war dies internen Differenzen und einer Verlagerung des Hofes geschuldet, nicht einem Antagonismus von Geist und Macht. Zumindest nicht primär. Damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt, Kritik und Krise der Experten bei Hof. Experten sind von Anfang an ihrer Geschichte zum Gegenstand von Kritik geworden. Gerade das in die Experten gesetzte Vertrauen schafft eine besondere Fallhöhe, wenn es enttäuscht wird. Also wenn gerade die Vertreter der Profession, denen die Deutschen am meisten vertrauen, Ärzte, Juristen und so weiter, wenn die dann Mist bauen, dann ist die Fallhöhe sozusagen besonders hoch, wie Sie jetzt wiederum an dem schon überstrapazierten Virologenbeispiel kennen. Und auch wenn es nur die Macht der beherrschten Herrschenden war, erregte sie Skepsis. Verdacht auf unlautere Praktiken
schürt auch die Selbstinszenierung der Experten, die gerade in der frühen Neuzeit mit den Normen eines ständischen Dekorums, also dessen, was sich schickt und was nicht, kompatibel zu sein hatten. Der Hof stellte besondere Anforderungen an den Gelehrten, der seine Arbeit nicht nur möglichst anschaulich, witzig und unterhaltsam darzustellen hatte, sondern auch gut beraten war, wenn er nicht nur eine Materie beherrschte, sondern seine Expertise den Bedürfnissen der Herrschaft flexibel anzupassen wusste. Damit kommen dann diese gewissermaßen für uns heute verblüffenden Allzweckangebote. Ja. Ich kann alles, was du willst. Ja. Willst du eine Handelsgesellschaft in Indien machen, mache ich dir. Brauchst du eine neue Polizeiordnung, mache ich dir. Hast du eine Krankheit, sozusagen, kuriere ich sie. Hast du ein Wirtschaftsproblem, löse ich es. Ja. Das ist also eine sehr seltsame, aus moderner Perspektive, ein Multitasking, ja, wie man heute sagen würde, was aber hier zeitgenössisch durchaus erklärbar ist. Je mehr sich jedoch Habitus und Habit der Gelehrten der höfischen Kultur annäherten, desto mehr näherte dies auch Formen der Gelehrtenkritik. So galt zeitgenössisch der weltgewandte Ornette Homme neben dem weltabgewandten Pedanten als das eine und das andere Extrem. Nicht nur der Experte wurde jedoch zur Zielscheibe der Kritik, sondern auch der Hof selbst. Also, es gab in der Gelehrtenwelt zwei Extreme. Der Pedant, der interessiert sich nur für seine Arbeit, der sitzt im stillen Kämmerlein, der ist ungepflegt, ungewaschen, riecht nicht gut, sieht nicht gut aus, ja, weil das ist ihm alles egal, der hat nur Augen für seine Materie. Also der verwirrte Professor gewissermaßen, ja, in der Einstein-Frisur bis heute symbolisch präsent. Frisur ist eigentlich egal, es zählt, was im Kopf ist, nicht was auf dem Kopf ist, anders als im 17. und 18. Jahrhundert. Beim höfischen Gelehrten ist die Allonge-Perücke sozusagen das sozusagen Signet. Ja, man riecht gut, man sieht gut aus, man ist gut gekleidet. Und damit hat man zwei Extrempole der Welt, der höfischen Welt zugewandt und in die Studierstube der Welt abgewandt. Und beides ist nicht gut. Richtig ist immer der Mittelweg im Dekorum der Zeit, bedeutet nicht zu sehr auf die Öffentlichkeit und nicht zu sehr aufs Eigenbrötlerische. Wenn jetzt der Gelehrte in die Rolle eines Hofexperten trat, war er darauf angewiesen, bei Hof nicht auch unangenehm aufzufallen. Ja, durch schäbige Kleidung, mangelnde Haartracht oder in Bart oder sowas. Ja, 18. Jahrhundert alle glatt rasiert. Ja, wäre nicht denkbar gewesen. Es gab sogar Streitigkeiten zwischen Gelehrten, die nicht auf ihren Bartwuchs verzichten wollten, um nicht mit Höflingen verwechselt zu werden. Aber die Höflinge sagten, nee, bitte alle glatt rasieren. Russland hat ja Peter sogar eine Bartsteuer erhoben, um sozusagen seine Bojaren da zu disziplinieren. Also aus so einer seltsamen Nebensächlichkeit wie dem Bart kann man sehr viel ablesen über eben einen solchen Habitus von Gelehrten, was sie für richtig hielten oder was sie für extrem hielten. Nicht nur das wurde also zum Ziel der Kritik, also wie geriert sich jetzt dieser Experte, wie sieht er aus, wie inszeniert er sich, sondern auch der Arbeitgeber, der Hof wurde immer mehr zur Kritik und da haben wir heute Nachmittag schon sehr schöne Beispiele gehört, die dann bestimmte höfische Akteure in Tierallegorien als gackernde Hühner etwa karikierten. Wie der Hof seinerseits auf Experten und Gelehrte abwertend reagieren konnte, zeigt ein extremes, aber doch nicht minder aufschlussreiches Beispiel. Hier kommt jetzt also die Gelehrtenkritik nicht von den Gelehrten, sondern ausnahmsweise aus der Institution des Hofes bzw. vom Fürsten. So machte Jakob Paul von Gundling am preußischen Hof einen ungewöhnlichen Rollenwandel vom höfischen Experten zum Narren durch. Von Friedrich I. im März 1705 zum Professor der neu gegründeten Berliner Ritterakademie und 1706 zum Historiographen im ebenfalls neu geschaffenen Oberheroldsamt ernannt, einer Behörde zur Kontrolle adliger Geburtsnachweise für den Hof- und Staatsdienst, kam es mit dem Tod Friedrichs I. am 25. Februar 1713 zu einer folgenreichen Transformation. Das Heroldsamt wurde ebenso wie die Ritterakademie aufgelöst und Gundling verlor seine Ämter. Die Interessenschwerpunkte des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. und seiner spezifischen Ausprägung des hausväterlichen Hofes lagen auf anderen Gebieten. Doch wie Martin Sabro gezeigt hat, war das nicht der biografische Bruch für Gundling, der ihn geradewegs in den Alkoholismus trieb. 1713 hatte ihn immerhin der neue König noch zum Hofrat ernannt. Und Gundling begab sich mehrere Jahre auf Inspektionsreisen zur Landeserfassung der Mark Brandenburg. 1714 erfolgte jedoch eine folgenschwere Begegnung mit dem neuen König, die erste erniedrigende Verhöhnung beinhaltete, die vom erzwungenen Alkoholkonsum begleitet wurde. Hier sehen wir ein zeitgenössisches
Spottgemälde des armen Herrn Gundling, der vor allem hier mit allerlei Hasen und Affen in Beziehung gesetzt wird. A, ein schreibender Hase, A, noch ein schreibender Hase. Und auch das ist sein Epitaph, sein Grabmal. Und auch dort ist ein Hase, das konnte er dann ja nicht mehr verhindern, er war ja tot, ja, als Wappentier abgebildet, der also diese Hasen da gewissermaßen symbolisch nochmal aufnimmt und ihn sozusagen in die, irgendwo zwischen Affe und Hase sozusagen positioniert. Seine Gemahlin wird da sozusagen auch noch mit aufs Korn genommen. Das ist also Gundling im zeitgenössischen Porträt. Und bekannt ist vor allem diese Darstellung idealtypisch des hausväterlichen Hofes Friedrich Wilhelm I., des Soldatenkönigs. Und hier, wenn Sie ganz genau hinschauen, am Tafelende, ganz oben, wer sitzt da zwischen den beiden Herren? Ein Hase. Ja? Gundling. Gundling dürfte da auch nicht lange gesessen haben, sondern er wurde da immer abends so abgefüllt mit Alkohol, dass er sich dann eigentlich nicht mehr selber bewegen konnte und dann weggetragen wurde, irgendwie gedemütigt wurde, in irgendwelchen Kleidungen gesteckt wurde und dergleichen mehr. Zweimal versuchte sich Gundling 1716 durch Flucht von diesen erniedrigten Verhältnissen nach Halle und Breslau dem Schicksal zu entziehen, ohne Erfolg. Gundling durchlebte fortan eine ungewöhnliche Dialektik von Aufstieg und Erniedrigung. Gundling agierte nun formal als Zeitungsreferent und Historiker, wurde dabei auch immer mehr auf die Grenze zwischen Belehrung und Burleske wandelnd in die Rolle des Hofnahen gedrängt. Während Gundling im Tabakskollegium, also hier, Friedrich Wilhelms den derbsten Verunglimpfungen ausgesetzt war, stieg er formal immer weiter auf. 1717 wurde er zum Oberzeremonienmeister ernannt, 1718 zum Präsidenten der Berliner Sozietät der Wissenschaften, der Akademie, und zum Mitglied des Generalfinanzdirektoriums. 1724 erfolgte seine Erhebung in den Freiherrenstand. Was sich zunächst als Erfolgsgeschichte des sozialen Aufstiegs liest, tatsächlich war es um sein materielles Auskommen nicht schlecht bestellt, war in Wahrheit eine perfide Form des Anti-Akademismus von Seiten des Soldatenkönigs. Der Experte wurde zum Narren gemacht und seine Institution wie die Akademie gleich mit. Es wurden dann der Akademie zum Beispiel auch alle möglichen absurden Forschungsaufgaben gestellt, die also überhaupt keinen Sinn ergaben, nur um sie damit gewissermaßen zu brüskieren. 1729 erkrankte der gesundheitlich nicht zuletzt durch den Alkohol stark mitgenommene Gundling und starb 1731 an Magengeschwüren. Als letzte Verhöhnung ließ der König ihn in einem gigantischen Weinfass beerdigen. Schicksale wie die Gundlings mochten manche Aufklärer wie den italienischen Dramatiker Vittorio Alfieri gegen Ende des 18. Jahrhunderts in seiner Schrift »Der Fürst und die Wissenschaften« dazu bringen, jede Form der Patronage und des höfischen Mäzenatentums striktens abzulehnen. Er widmete sein Werk, Zitat, »den Fürsten, welche die Wissenschaften nicht beschützen«. Denn der wahre Schriftsteller solle sich, Zitat, »von den Fürsten nicht protegieren lassen können oder dürfen, weil sich keiner von ihnen dieser Protektion unterwerfen könne«, Zitat, »ohne den Wissenschaften seiner eigenen Vortrefflichkeit und seinem Ruf Abbruch zu tun.« Das war gewiss eine radikale Position, doch sie verweist noch einmal ausdrücklich auf die Spannung von Geist und Macht, die höfischen Expertenkulturen innewohnt, die bei Gundling eine besonders tragische Ausprägung erfuhr. Obwohl Alfieris Schrift zweifellos Ausdruck gestiegenen Selbstbewusstseins und Autonomiestrebens seitens der Gelehrten ist, lässt sich kaum ein genauer Endpunkt höfischer Expertenkultur ausmachen. Zum einen sind die Konjunkturen einzelner Wissensfelder in Rechnung zu stellen, so transformierte sich die Alchemie mit dem 18. Jahrhundert immer mehr in die Chemie, die sich weiter akademisierte. Die Kriegskunst professionalisierte sich zur Militärwissenschaft mit ihren eigenen Institutionen und zog sich aus Hof und Universität schrittweise zurück. Die Zeremonialwissenschaft verlor ihren Gegenstand und löste sich auf und die Beispielkette ließ sich weiter erweitern. Andererseits griffen allgemeine Tendenzen der Verbürgerlichung, der Professionalisierung, Systematisierung und Institutionalisierung von Wissen, die der höfischen Wissenschaft allmählich die Grundlage entzogen. Damit komme ich zu einem kurzen Fazit. Ziel meiner Ausführungen war es nicht, die Kategorie des Dieners durch die des Experten zu ersetzen.
Nicht jeder Dienst war ein Expertendienst. Der Blick auf die Diener in der Rolle von Experten zeigt jedoch, dass die Erforschung der höfischen Gesellschaft als Wissenskultur enorm ertragreich sein kann, dass Wissen eine tragende Säule höfischer Macht war. So hat die Erfahrung der Macht des Wissens in der Gegenwart auch für die Macht des Wissens in der Vergangenheit sensibilisiert. Aber auch für die Wissensgeschichte ist der Blick auf den Hof erkenntnisfördernd. Zeigt er doch die spezifischen sozialen Dynamiken von Patronage und Mäzenatentum ebenso auf wie die Produktivität von Hofwissenschaft, innerhalb der die Rolle des Experten immer neue Ausprägungen erfuhr. Das irreführende Konzept des Musenhofes stand indes lange einer wissenshistorischen Kontextualisierung von höfischen Expertenkulturen im Weg. Weder für Weimar noch für Eutin erweist er sich als empirisch tragfähig. Kulturpolitik war eine Ressource fürstlicher Machtentfaltung, sodass sich viele fürstliche Förderinitiativen kaum mehr mit dem Interpretament der Kompensation wahrer Macht adäquat beschreiben lassen. Kunst und Gelehrsamkeit machten jedoch nur einen Teil höfischer Wissenskultur aus, die sich schwer systematisieren lässt, da sie immer auch die Kontingenz fürstlicher Interessen prägte. Bedeutet, es gab also nicht eine Kontinuität einer Wissensdisziplin in der Physik, der Chemie, der Biologie, der Medizin, der Geschichtswissenschaft, die sich sozusagen immer weiter fortpflanzte, sondern mit jedem neuen Fürsten konnte sich das Interessenspektrum radikal verändern. Das dann zu systematisieren fällt schwer, weil sie gewissermaßen eine unendliche Vielzahl von Interessen vorfinden. Das würde schon für einen einzelnen Hofort wie Eutin gelten, der eben nicht von einer geraden Förderlinie geprägt ist gewissermaßen, sondern von Diskontinuität. Die höfische Wissenskultur taugt nicht recht für klassische Fortschrittserzählungen der Wissenschaftsgeschichte. Viele ihrer Projekte und Wissensfelder stellten sich als Sackgassen ohne direkten Pfad in die Moderne heraus. Alchemie, Münzkunde, Zeremonialwissenschaft, höfische Wunderkammern oder barocke Gärten. Vieles ist noch vorhanden, vieles auch nicht mehr, aber es ist zumindest nicht mehr als Wissensdisziplin in der gleichen Weise institutionalisiert. Dennoch finden die Alterität dieser Institution das Interesse der Kulturgeschichte oder sie dienen als ästhetisch-epistemische Wiederanknüpfungspunkte, wie etwa im Falle der Kunstkammern, zum Beispiel modellbildend für das viel diskutierte Berliner Humboldt-Forum, sind im wiedererbauten Berliner Stadtschloss, was in seiner sozusagen Innengestaltung unter anderem ästhetische Kategorien der Wunderkammer der höfischen Kultur des 17. und 18. Jahrhunderts aktualisiert. Das gut gelungen ist oder gelingt, überlasse ich Ihrem Urteil. Entsagt man schließlich marketingtechnischen Versuchungen von Labels wie einem Weimar des Nordens, birgt die historische Eigenart höfischer Wissenskultur indes eine besondere Chance zur Historisierung mit Erkenntnispotenzial für die Hofforschung, ebenso wie für die Wissenschaftsgeschichte. Und das ist es meines Erachtens wert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Geduld und Ihr Frieren angesichts des schönen, aber kalten Raumes. Und ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend.